Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch, was ihr als Golfbesitzer unbedingt machen solltet, wenn ihr lange Freude an euren Kotflügeln haben wollt. Ihr habt bestimmt schon viele Golfs mit löchrigen oder rostigen Kotflügeln gesehen. Es kommt meist davon, dass sich über die Jahre Dreck dahinter sammelt, dieser nass ist und dadurch bildet sich allmählich Rost. Die Lösung ist einfach. Circa alle 1-2 Jahre die Rathausschalen lösen, den Dreck dahinter entfernen und das Blech dahinter wieder versiegeln. Dazu müsst ihr als erstes die 4 Torx-Schrauben lösen. Danach könnt ihr die Rathausschale vorsichtig herausziehen. Passt dabei auf den Lack an den Kanten auf. Als nächstes könnt ihr den Dreck entfernen. Dazu am besten etwas unterlegen, damit ihr die Erde am Ende leichter entfernen könnt. Als ich den Großteil der Erde draußen hatte, habe ich nochmal den alten Besen genommen, um die kleinen Teile auch rauszubekommen. Weil ich vor dem Versiegeln den Untergrund gerne fettfrei hätte, habe ich nochmal zum Bremsenreiniger gegriffen. Nachdem der Bremsenreiniger vollständig verdampft war, habe ich die Stelle mit Steinschlagschutz behandelt. Alternativ kann auch Hohlraumversiegelung oder etwas Ähnliches genutzt werden. Je nachdem, wie gut bisher gewartet wurde, 1 oder 2 Schichten aufsprühen. Die Hohlraumversiegelung getrocknet, kann die Rathausschale wieder montiert werden. Achtet darauf, dass sie gut hinter dem Kotflügel sitzt. Danach könnt ihr die Torx-Schrauben von Hand eindrehen und mit der Watsche festziehen. Seite seht ihr, wie der Lack beim Lösen der Rathausschale beschädigt werden kann. Dies passiert, wenn sich Rostblasen unter dem Lack befinden. Um die blanke Stelle wieder rostbeständig zu machen, werde ich sie mit Hamarit-Metallschutzlack überlackieren. Hamarit ist Rostumwandler und Lack in einem. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Ich wünsche euch viel Erfolg und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis zum nächsten Mal.